Mann. Ja, weiter. Damit das klar ist. Was ist hoch hier? Ich hätte noch irgendwas, was ich will niemanden verletzen. Labern los, wollte. Weiter. Sam, anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. War das für mich oder deine amerikanischen Freunde? Nur damit du weißt, dass ich Freunde habe. Sehr freundlich. Sam, im Gebäude musst du meinen USB-Stick an die Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Verstanden. Wird nicht leicht, wenn du dich mit den Wachen anlegst. Vielleicht solltest du nach oben ausweichen. Ich versuch's. Los, hoch mit dir, Kollege. Los, brav. Lange her, seit sich Amerikaner das letzte Mal hier gewagt haben. Ihr habt euch ja schön eingerichtet. Einige Verbesserungen vorgenommen. Die werde ich mir mal genauer ansehen, wenn es soweit ist. Scheiße, ich komme da nicht hin, oder was? Ich lenke die Wache an der Vordertür ab. Bereit halten. Kann er nicht da drauf, ey. Das wäre viel einfacher. So, runter. Nein, runter. Runter! Sim, runter! خودسری رو کنار بذارید. وقتی آمریکایی‌ها می‌ترسن معلوم نیست بخوان چیکار کنن. بله جناب. البته حق با شما. سخت نگی. ولی باید از تاریخ درس بگیری و واسه موفقیت تلاش کنی. Es geht endlich weg da, Kollege. اگه می‌خوای از من تشکر کنی، تلاش کن سرباز خوب باشی. تشکر زبانی لازم نیست. بله قربان. Fuck it! Scheiße! Soll ich denn da hochkommen? Ja, ist in Ordnung. Ich will niemanden verletzen. Los, weiter. Sam, anscheinend hat der Bluff funktioniert. Wir können anfangen. Los. War das für mich? Ah, ich kapiere auch irgendwann kapiere, dass ich da oben nicht hochkomme. Sehr freundlich. Sam. Im Gebäude musst du meinen USB-Stick an die Server anschließen. Er greift dann vollautomatisch alle Informationen über Blacklist ab. Verstanden. Wird nicht leicht, wenn du dich mit den Wachen anlegst. Vielleicht solltest du nach oben ausweichen. Ja, ich versuche ja die ganze Zeit nach oben auszuweichen, aber ich komme nicht aufs Dach. Das ist das Problem. Ich möchte ja gerne aufs Dach drauf. Jetzt müsst ihr eigentlich perfekt aufs Dach kommen. Wir haben seit 1979 einige Verbesserungen vorgenommen. Was ist denn das jedes Mal, wenn es da aufleuchtet? Ich lenke die Wache an der Vordertür ab. Bereit halten. Sieht ein dämlich aus, Alter. Ohne Witz. Er geht nicht da hoch, ey. Der muss weg. Runter, dein Junge. Junge! Kurz beobachten, wo er überall hingeht. Weil, wenn er gleich unglücklicherweise in meinen Weg reinläuft, muss ich ihn umgehen. Und das darf ich nicht. Den gleichen Fehler wie eben gerade habe ich auch nicht vor. Okay, er geht weg. Okay, weg da. Das war knapp. Siehst du das Parkhaus? Da geht es rein. Ich kümmere mich um die Wache. Die Kameras sind dein Problem. Geh ins Parkhaus, da treffen wir uns. Tja, aber wie? Wenn ich jetzt da lang laufe, okay, da ist ein bisschen Schatten. Aber ich kann ja auch nicht runter. Lässt sich nicht fallen. Springt nicht hoch. Arsch! Du hast Arsch gesagt? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen soll.
Ich kann nicht hoch, ich kann nicht runter. Das wäre hier der perfekte Weg. Also wenn ich jetzt hier komplett nach hinten gehe. Ah! Ich will nicht da runter. Alter, bist du bescheuert? Okay, das ist selten dumm gehalten, Alter. Selten dumm gemacht. Aber gut, wir haben es irgendwie geschafft. Lass mich mal gerade gucken. Okay, ich hab's geschafft. Halleluja. Ich bin im Parkhaus, General. Okay. Das gefällt mir nicht. Der letzte Satz, den der General gesagt hat, entspricht nicht seinem üblichen Sprachgebrauch. Da drüben, jemand schießt! Weil er meine Schattierung abgeballert hat, hat er mich gesehen. Ich bin im Parkhaus, General. Das gefällt mir nicht. Der letzte Satz, den der General gesagt hat, entspricht nicht seinem üblichen Sprachgebrauch. Könnte ein Code gewesen sein. Wahrscheinlichkeit laut SMI bei 37%. Sei vorsichtig. Okay. Schon mal ein guter Hinweis. Ich darf Gegner immer noch nicht verletzen. Okay. Hallo. Bis der Job erledigt ist. بفرمایید. جنرال قربان شما فرمودید که اینجا بیام. باید با سرهنگ ملو صحبت کنید. از اون بخواین تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده. اون رو روی میز من بذارید. و اگه اونجا نبود جنرال؟ چشم، به من اعتماد کنید. برو. Wer weiß, was ihm gerade alles sagt. Folge mir schnell. Der nächste Abschnitt wird überwacht und der Funkchip, den ich bei mir trage, schaltet den Alarm nur kurzzeitig ab. Wieso gehen wir durch einen Hochsicherheitsbereich? Weil du mir keine Wahl lässt. Nur so kommen wir hindurch. Durch was? Die Zellen. Dort sind die gefangen, die sich wie du in unsere Angelegenheiten einmischen. Ich bin nur hier, um einen Krieg zu verhindern. Sagt derjenige, der Drohnen in unseren Luftraum schickt. Manchmal fehlt einfach die Zeit für Verhandlungen. Du klingst wie ein wahrer Soldat. Bin ich durch? Ich bin durch. Hinter dieser Tür ist es. Ich traue der ganzen Sache echt nicht, Leute. Das gefällt mir gar nicht. Mach auch nur eine falsche Bewegung. Wieso bleibst du stehen? Meine Familie soll lieber untergehen, als Verräter weiterleben zu müssen. Ist nur ein kleiner Schritt von mutig zu bescheuert, General. Ihr Amerikaner, ihr denkt, ihr hättet den Mut erfunden. Ihr habt ja einen ulkigen Putzdienst. Du rennst hier durch die Gegend, fuchtelst mit einer Waffe herum und bedrohst unschuldige Menschen. Ihr habt keine Ahnung, wie ihr Blacklist stoppen könnt, richtig? Ich werde dir jetzt zeigen, was man mit Terroristen macht. Grim, jetzt. Oh.
die Fresse jetzt! Scheiße, was ist da los hier? Alter Schwede! Das ist überhaupt keine Ruhepause hier! Ist ja nicht zu fassen, Alter! Okay, ich brauche eine richtige Waffe. Halt die Fresse jetzt! Halt die Fresse! Alter, wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Scheiße! Null Zeit. Hier habe ich eigentlich den einen General getötet oder? Ja, er will Krieg verhindern und killt einen General oder was? Ich würde mich erst um die kümmern, die mir gefährlich werden könnten, die mich von der Seite holen könnten. Das wäre. Alter, Leute! Das ist doch unlogisch, wenn du von oben, von rechts und von links, da kannst du ja nur sterben. Wo sollst du dich dahin verziehen? Du hast ja keine Möglichkeit, dich irgendwie dann rechtzeitig irgendwo noch hin zu verstecken. So, ich konzentriere mich jetzt echt erstmal auf alles, was mir jetzt irgendwie gefährlich werden könnte. Wir dürfen ja noch Splittergranaten werfen. Ach komm, jetzt reicht's mir. Habe ich irgendwas Vernünftiges dabei hier? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Brandgranaten habe ich doch noch. Wo haben wir sie denn? So, weg damit. Achtung, eine Brandgranate! Super, Sprechung! Da ist der! Alter! Verdammte Hacke! Was sollen wir da machen? Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare! Halt, stopp! Jausmine, Haft-EMP, Rauchgranaten. Na los, komm. Weißt du was? Was ist? Lagebericht. Da geht's nicht rein. Was machen wir jetzt? Nur die Ruhe, der kommt nicht. Das glaubt doch nur ihr. Ich brauche Feuerschutz. Okay, ich hab's jetzt irgendwie geschafft. Ich habe keine Ahnung wie. Jedenfalls haben wir es jetzt alle geholt. Ja, wir sind schon ein super Team, Alter. Nix. Okay, da oben ist noch einer. Was ist da drüben los? Was ist da drüben los? Idiots! Besser nicht! Warum konnte ich ihn bitte schon nicht erschlagen? Egal, wir haben es geschafft. Nicht scheiß. Hihihi, scheiße. Das war jetzt eigentlich nicht so meine Absicht. Mach die Tür auf jetzt hier. Gute Arbeit, Graham. Bedank dich bei Charlie. Er hat die Systeme gehackt und den Strom abgeschaltet. Hast ein paar Sekunden, um den Datentresor zu erreichen. Dann springt okay. Der Notstrom an.
Ich sehe einen Aufzug, aber ich habe keinen RFID-Chip, um ihn zu öffnen. Die Wachen haben welche. Dann schauen wir mal, ob wir einen von diesen Wachen da zu überreden können, uns einen zu geben, ha? Irgendwer wird mit Sicherheit mit Vergnügen einhergeben. Okay, der ist über uns.